hin. So. Kamera ist eingesteckt, oder? Ja. Okay. Ich hoffe, die Not auch. Zeigt jetzt nichts an. Machen wir einfach. Okay. Okay. Wir hoffen, die Kamera kackt nicht wieder ab. Während dem Video. Ich habe wieder alles getestet. Muss auch noch gucken, wie ich hier aus. Jetzt ist hier schon zu spät. Ja. Jetzt schneide ich nichts mehr raus. Zeig mal die Fragen her. Da sind sie. Oh, das ist auch noch mein Schuhweihnachtsmann. Schieß los. Also Leute, erstmal müssen wir noch was über... Was hat sich ereignet in letzter Woche? Erstmal danke, dass ihr wieder dabei seid. Und so, ich habe es euch ja letztes Mal schon gesagt, dieses Mal sage ich es am Anfang. Und Gewinnspiel machen wir auch gleich am Anfang. Mhm. Ich habe hier in meiner Analyse nachgeschaut, im YouTube-Studio, und gesehen, dass beinahe die Hälfte dem Podcast oder unsere, oder besser gesagt meinen Kanal, nur anschauen, ohne den abonniert zu haben. Also bitte, wenn ihr das hier häufig konsumiert, also uns oder meine Trainingsvideos und so, dann klickt auf Abonnieren, weil es bringt mir wirklich sehr viel bei potenziellen Sponsoren, wenn meine Followerzahl auf Instagram und YouTube möglichst hoch ist. Ja, also es steigert meinen Marktwert und schlägt sich dann natürlich auch auf den Geldbeutel aus. Und das würde mich sehr freuen, weil euch kostet es nichts. Also los. Dankeschön. Dann Gewinnspiel. Wir sagen das einmal und laufen diesen beiden Personen nicht hinterher. Okay? Meldet euch. Unten steht die E-Mail-Adresse. Wenn ihr gewonnen habt, wer hat gewonnen? Also zunächst mal, diesen Boost-Tee, gell? Hat gewonnen. Moment. Der Diablo Azul. Azul, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber Diablo. Okay. Diablo Azul. Schreib mir eine E-Mail, das ist deins. Und einen Namen für den Podcast. Den haben wir uns ausgedacht, mehr oder weniger, schon seit der ersten Folge, wo ich gesagt habe, wir sind jetzt ein Podcast, weißt du das? Und dann hat einer drunter geschrieben, nennt es doch, wir sind ein Podcast. Und dann dachten wir uns, gewonnen. Ja, der hat gewonnen, weil der hat im Grunde genau das gesagt, was ich schon gesagt habe. Und es ist Prospan, nennt er sich. Idee für einen Podcast-Namen, wir sind ein Podcast. Also, P-R-O-S, neues Wort, P-A-N, Prospan. Schreiben, das ist dein Preis. Die E-Mail-Adresse steht drunter in der Beschreibung. Okay. Ich, aber die Leute finden sogar deine Telefonnummer raus, für irgendwelchen komischen Quatsch, aber dann die E-Mail-Adresse zu finden, ist zu schwierig. Was wollten wir noch, also was ist denn passiert alles so jetzt? Nicht viel, also... Ich muss mal lachen. Die neue Kollektion haben wir schon angesprochen, aber wir können nochmal Werbung dafür machen. Das sind die Acid Washed. Genau, das ist das T-Shirt, also und eines der T-Shirts. Acid Washed. Ja. Und das ist einer der von den Hoodies. Gibt es auch in anderen Farben, checkt es aus. Link vom Shop ist auch unten in der Beschreibung. So. Aber sonst ist... Muss doch letzte Woche jetzt irgendwas passiert sein. Naja, ich habe das Auto geholt, es hat alles geklappt. Aber es haben wahrscheinlich eh alle in der Story gesehen. Also. Ja, es ist nichts passiert, zumindest nichts, worüber ich aus vertragsrechtlichen Gründen reden darf. Oder nicht reden darf. Bald. Okay. Dann machen wir ein paar Fragen und kommen gleich zur Sache.
Was war das Peinlichste, was dir in einem öffentlichen Gym passiert ist? Darüber habe ich nachgedacht, als ich die Frage gelesen habe. Also ich weiß, du hast dir noch nie bei einem Satz in die Hose geschissen. Ja, habe ich auch nicht. Ich auch noch nicht. Also ein bisschen Pipi ist schon mal passiert, aber geschissen noch nie. Also mir fällt wirklich nichts ein. Mir schon. Das ist auch gleichzeitig die witzigste Geschichte, die ich noch nicht erzählt habe, da ich mich so tot gelacht. Jetzt musst du sie erzählen. Ich weiß gar nicht, ob du die Geschichte kennst. Auf jeden Fall, wie fast alle meine Gym-Geschichten, ist es natürlich im FitX Bielefeld spätabends passiert. Es waren aber noch so, schätze so, 7, 8 Leute waren außer mir oben im Freihandelbereich. Es waren alles Männer, also beziehungsweise männliche Personen. Und die waren halt so auf der Fläche verteilt, aber direkt neben mir war keiner. Ich war so bei den Kurzhanteln, wollte meinen nächsten Satz machen, ich glaube Schulter drücken. Da habe ich gemerkt, dass ich halt übelst furzen musste. Und ich dachte mir, so kann ich den Satz nicht machen, wollte aber auch nicht auf Klo gehen. Dachte mir so, komm, lässt den leise raus, hier ist ja eh niemand neben mir. So, versuche das. Auf einmal, es war wirklich der lauteste Furz, den ich in meinem Leben irgendwo gelassen habe. Und du weißt, das will bei mir schon was heißen. Auf jeden Fall war es so laut, dass es durch diese ganze Halle getönt ist, bis in die letzte Ecke. Und alle voll erschrocken, so wie so Rehe im Wald, wo man so auf so ein Stöckchen tritt. Auf einmal gucken alle hoch, wissen überhaupt nicht, wie ihnen geschieht. Also die haben mich angeguckt und dachten, was passiert hier gerade? Es kann nicht sein, dass das von ihr kam. Also, und dann, weiß ich nicht, war es irgendwie eine Minute bestimmt still. Keiner hat was gemacht. Und ich musste mich so totlachen. Ich habe versucht, meinen Satz zu machen. Aber ich musste so lachen. Ich musste dann in eine Umkleide gehen und mich erstmal auslachen. Alles rauslachen. Das war meine peinlichste Gym-Geschichte. Das hast du mir schon erzählt. Aber es war jetzt für mich nicht so peinlich, ich fand es eher witzig. Mir fällt nichts ein. Also ich, wirklich, das Einzige, was, aber da war niemand im Fitnessstudio, niemand. Weil das war so ein Studio, wo ich halt immer nachts war, gell? Und da habe ich alleine trainiert. Da ist mir die Leggings unten gerissen, in der Mitte. Mhm. Und ich hatte nichts anderes dabei. Außer eine lange Hose. Aber die konnte ich nicht vollschwitzen, weil sonst hätte ich, weil ich schwitze immer so, hätte ich beim Nachhausefahren keine trockene Hose gehabt. Musstest du Kniebeugen machen? Hing dein Sack raus? Ja, genau, das wäre passiert. Und dann habe ich einen Kumpel angerufen, habe gesagt, hey, Gott, kannst du mir eine Hose bringen? Der hat in der Nähe gewohnt. Dann hat der mir eine Hose gebracht und dann hat es gepasst. Und so lange habe ich halt ohne. Mir ist mal die Unterhose gerissen, also der Tanga, der ist ein von diesen seitlichen Dingern komplett abgerissen, als ich Kniebeugen gemacht habe, aber es hat natürlich keiner gemerkt. Das ist auch nicht so schlimm dann. Ich habe so Knoten reingemacht und dann ging es schon. Also das war das Einzige, was mir jetzt einfällt, aber wie gesagt, es war nicht peinlich, weil da war niemand da. Aber ich wüsste noch was. Damals bist du immer in Leggings. Ah, okay. Weiß ich noch, wir sind ja damals in München öfter auch mal zusammen ins FitX gegangen. Dann sehe ich so, er ist so in Leggings und macht rumänisches Kreuzchen. Hatte nichts drunter. Er bückt sich so und man sieht alles. Arschloch, Eier, Schwanz, alles. Nein. Doch. Also jetzt. Mir hat nie jemand was gesagt. Wer hätte sich auch getraut, was zu sagen? Ich fand's witzig. Du hast gesagt, dir ist es egal. Ja, in dem Moment war es mir auch egal. Ja, ist ja auch, ich meine, jeder hat das schon mal gesehen, Arsch und Eier. Aber ich fand's trotzdem witzig. Okay.
mach nächste Frage. Jetzt ist es dir doch ein bisschen peinlich. Also, wo du es mir gesagt hast, warst du, nein, das ist gar nicht so schlimm. Nein, ist es auch nicht. Also, zig Weiber gehen mit durchsichtiger Leggings trainieren, mit Absicht so. Ja, sagen dann so, warum schaust du mich an? Ja. Was ist deine Meinung zu Metformin und wenn, wie würdest du es anwenden? Was ihr mal verstehen wollt, bei Medikamenten, da gibt es keine Meinung. Die wirken so, wie sie sollen. Dafür wurden die erforscht und gemacht. So. Das heißt, Metformin macht genau das, was auf dem Beipackzettel steht. Und denkst du, es ist sinnvoll, es zu nehmen? Situationsabhängig. Wenn man so weit ist, dass man zum Beispiel mit einem Blutzuckerspiegel von 120 jeden Morgen aufwacht, dann kann es und dabei unterstützen, diese Prädiabetes wieder einzuholen, so ein bisschen. Aber man könnte auch, bevor man zu Medikamenten greift, versuchen mit Berberin. Ja, oder mit Wachstumshormon weglassen. Ja. Und mit anderer Ernährung, mit Cardio, mit höherem Trainingsvolumen, alle diese Sachen. Und deswegen sage ich ja, es ist situationsabhängig. Ja. Wie würdest du es anwenden, wenn du es nehmen würdest? 1000 Schmarrn. 1 Milligramm pro Gramm Kohlenhydrate, was ich am Tag esse. Ungefähr. Also zum Essen dann auch. Ich würde es einfach fertig morgens nüchtern nehmen. Dann hat man es. Das hat glaube ich, so eine Depotwirkung. Mhm. Alles aus nichts Tanktop in Flecktarn. Hatten wir schon mal? Ja. Nee, Flecktarn ist das Bundeswehr. Das Gepunktete. Nicht das Kramo. Ach, davon habe ich nur ein einziges. Okay. Bundeswehr ist Flecktarn, also hatten wir noch aber nicht. Aber Tanktops könnten wir tatsächlich mal wieder machen. Ja, wir haben jetzt welche in weißem Camouflage. Aber auch nicht mehr alle größer, das ist so ein Restbestand. Und, nee, stimmt das andere? Doch, ich glaube in 5XL haben wir noch ein einziges. In grün? Ja. Okay. Bin mir aber auch nicht sicher. Aber ja, könnte man mal wieder machen. Schlafoptimierung. Da fallen mir schon ein paar Sachen ein. Die normalen Dinge, die man halt so immer hört. Ich weiß, viele Mädels werden jetzt sagen, oh, das ist mir zu kalt. Aber man sagt, die optimale Raumtemperatur sollte so ungefähr 18, 19 Grad sein. Also nicht heiß. Ja. Mag ich auch gar nicht. Also ich mache zwar, wenn ich ins Bett gehe, habe ich meine Heizdecke an, aber in der Nacht muss es immer kühl sein, weil ich schwitze mich sonst zu Tod. Also mache ich so schon. Ja, also so 18, 19 Grad ist die optimale Raumtemperatur. Dann, was ich für mich, worauf ich bestehe, ist, dass es stockdunkel ist. Also stockdunkel. Schlafmaske. Wenn es nicht geht, dann benutze ich, eine Schlafmaske. Dann, wenn man die Option hat, vor dem ins Bett gehen, blaues Licht zu vermeiden, das heißt Bildschirme, dann sollte man das machen. Manche Bildschirme kann man auch umstellen auf so rotes Licht, da kommt dann kein blaues Licht raus, weil blaues Licht sagt dem Körper, hey, heute ist es ist Tag. Ja. Und was auch immer hilft, mir persönlich ist vor dem Schlafengehen, ich würde sagen so eine Stunde vorher, irgendwas zu machen, was nicht so nervenaufreibend ist. Wie zum Beispiel letztes Mal, also das ist das Gegenteil, wo du hier Steuer gemacht hast und dann so einen Fehler gefunden hast und dich total aufregen musstest. Das war so ungefähr das Schlimmste, was man hätte machen können vor dem Schlafengehen, weil man dann die ganze Zeit drüber nachdenkt. Also irgendwas am besten, also irgendwas Hirnloses machen, wo man nicht,
mental oder emotional involviert ist. Also das ist so, ja. Hochpax, hast du auch noch nicht. Ich, ja, das ist aber eine persönliche, weil das habe ich mir so im Internat angewöhnt, halt da konnte ich nie schlafen, weil da war immer Krach und alles. Das heißt, ich habe immer Oropax. Die stecke ich mir rein und dann stockdunkel, dann bin ich wie in so einem Sarg, in so einer Schlafkapsel, diese Floating-Ding. Genau, ja. Mir ist jetzt nur das englische Wort eingefallen. Sensory Deprivation Chamber. Wo man halt wirklich nichts spürt, nichts hört, nichts sieht. Ja? Und das finde ich gut. Ich habe auch noch einen alleine schlafen. Auch wenn man genau. Weil für die meisten Leute heißt es direkt, irgendwas stimmt in der Beziehung oder der Ehe nicht, aber es ist für den Schlaf wirklich sehr optimierend, einfach alleine zu schlafen. Darüber können wir eigentlich reden. Ich könnte mir auch niemals vorstellen, jemals wieder dauerhaft mit irgendwem in einem Bett zu schlafen. Für so ein, zwei Nächte ist okay, mache ich nicht gerne, aber ist okay, aber dauerhaft nie wieder. Darüber könnten wir eigentlich reden. Mhm. Hier Einblick in unser Privatleben. Wir schlafen in getrennten Zimmern. Schon immer. Ganz zu Anfang haben wir mal so versucht, aber das erstmal, deine Bettgehzeiten sind anders als meine. Ja. Du schnarchst. Manchmal. Ja, wir furzen beide in der Nacht. Und es ist halt wirklich so, wenn man alleine schläft, schläft man besser. Also da gibt es keine Debatte. Härte. Du brauchst ein anderer als ich. Du magst es noch ein bisschen kälter als ich. Genau. Und dann ist es so, das hasse ich. Wenn du im Bett liegst und bist gerade kurz vorm Einschlafen und dann dreht sich der neben dir. Und dann denkst du dir so, ich mit meinen Schlafproblemen dann die ganze Zeit von links nach rechts. Und also das ist schrecklich. Und deswegen, irgendwie ist der Tisch schmaler geworden. Du wirst nur immer breiter. Ich weiß echt nicht, wo ich mein Bein jetzt gerade hinmachen soll. Genau. Wir können hier so ein bisschen Ebenen versetzen. Okay, danke. Auf jeden Fall, wir schlafen in getrennten Betten und ist das Beste, was es gibt. Also wirklich. Ja. Wir gucken auch immer bei so Airbnbs oder so, dass die immer zwei Schlafzimmer und zwei Badezimmer haben. Genau. Weil dann, wie gesagt, die meisten Leute machen das nur, weil sie denken, das macht man halt so. Ja. Dann denke ich mir, das ist mir scheißegal, ob man das so macht oder nicht. Optimalsten wäre auch noch, wenn wir zwei Küchen hätten. Jeder seine eigene Küche, das wäre auch cool. Ja, es wäre cool, wenn jeder so seinen eigenen Herd in der Küche. Genau, wenn alles so. Ich meine, es gibt auch Paare, die haben ein Bad und da sind so zwei Waschbecken nebeneinander. Ja, das hatten wir in Italien in dem Lärm. Genau. Ich meine, wo ist da das Problem? Dass man alles so doppelt hat. Dann kann jeder immer machen, was er will. Ja. Aber bei sowas ist es okay, weil das hat sich so gesellschaftlich. Das ist halt so gesellschaftlich durchgängig. Ja, das geht so. Aber wenn man sagt, oh, die haben zwei Betten. Das heißt direkt, oh, die haben keinen Sex, da stimmt was nicht. Aber kennst du die King of Queens Folge? Nee, erzähl. Da gibt es eine Folge von King of Queens. Da kriegen sie irgendwie so zwei Betten geschenkt. Oder ihr Bett geht kaputt. Und dann leihen sie sich zwei Einzelbetten aus von irgendwem. Übergangsmäßig. Mhm. Ja? Und sie haben sich aber endes teure Bett bestellt. So richtig krasses. Und dann schlafen sie immer so halt wie so. Also in so zwei Betten, in dem gleichen Zimmer, aber halt getrennt. Ja? Und dann kommt dieses neue Bett für Enfield und dann trauen sie sich beide nicht, sich gegenseitig zu sagen, dass sie eigentlich in den getrennten Betten weiter schlafen wollen. Nee, die Folge kenne ich gar nicht. Wo ich einiges von King of Queens eigentlich alles geguckt habe. Naja, das zum Schlafthema. Genau. Was haben wir hier noch?
Wo kommt dein starkes Mindset her? Ich könnte mehr davon gebrauchen. Das ist wieder so eine Sache, da denke ich mir, ich habe überhaupt kein starkes Mindset. Ja, ich denke mir, also für mich ist das auch normal. Also alle anderen sind für mich dann halt schwach. Schau, weil das Einzige, was ich mache, ist, ich sage, was ich denke. Immer. Das ist schon wieder was ganz Besonderes. Ja. Ja? Dann, wenn ich ein Ziel habe, verfolge ich es gnadenlos. Das ist auch was ganz Besonderes, weil jeder nimmt ja diese kurzen Befriedigungen über das Endziel. Verstehst du, was ich meine? Jeder nimmt ja das, du hast eine Diät, und du denkst, okay, in 3 Monaten muss ich in Form sein, aber dann ist doch die Pizza jetzt erstmal wichtiger, anstatt über das nachzudenken. Dann, was mache ich noch was Besonderes? Wo die Leute mal sagen, ich nehme zum Beispiel, wenn mir irgendwas im Weg steht, so wie eine Hüftoperation und so, und ich habe ein Ziel, dann mache ich alles, um an mein Ziel zu kommen. Also ich gebe nicht auf einfach so, nur weil es mal schwer wird. Ja? Ja, ich denke mir, also was soll man denn anderes machen? Das ist genau, was ich meine. Einfach sagen, so, jetzt ist vorbei. Und, ja genau, also jetzt ist es vorbei. Oder und ich gebe mich mit dem zufrieden, was ich habe, obwohl ich total unzufrieden damit bin. Fertig. Pech gehabt. Oder das, was auch ist, so, du siehst ständig, also jeder ist ständig krank, depressiv, fängt jeder zweite Satz aus dem Mund von den Leuten, die ich so draußen höre, ist, ich habe aber Angst, dass... Anxiety. Ich habe aber Angst, dass... Es ist immer, alle sind krank die ganze Zeit und gehen da in ihrer Krankheit. Haben Panikattacken. Panikattacken, genau. Alle sind krank, sind nervös, Panikattacken, depressiv. Ständig, jeder ist depressiv. Die ganze Zeit. Obwohl Depression ist nicht wirklich ist wirklich eine Krankheit. Die macht dich fertig. Aber bei jedem kleinen Ding ist jeder auf einmal depressiv. Hey, was ich schon für Gründe gehabt hätte, depressiv zu sein, da würde ich gar nicht mehr fertig werden. Und das ist das halt so mit dem... Wie gesagt, es fängt schon an mit dem, dass man sich nicht traut zu sagen, was man denkt. Und dass man gegenüber dem Rest der Welt so unterwürfig ist. Ach, da ist ein Hindernis. Recht zu machen. Ja. Ach, da ist ein Hindernis. Okay, ich gebe auf. Manchmal ist es okay, wenn man einfach keinen Bock hat zu diskutieren oder was weiß ich, aber das ist was anderes. Immer zu machen, nur um es allen recht zu machen, ist schon ein schwacher Charakter irgendwie. Das ist was anderes, weil ich habe auch oft keinen Bock zu diskutieren und dann sage ich einfach, ja, passt schon. Aber das heißt nicht, dass ich dann irgendwie einen Schritt zurücktrete. Wenn es um was geht, was ich will, dann mache ich, bis ich das habe. Ja. Ja. Also wie gesagt, mich erstaunt es, dass man heute, nur weil man in meinen Augen normal ist, denkt, also von anderen angesehen wird, als ob man stark ist. Ja. Wie gesagt, also die Leute, die gehen, ich habe immer das Gefühl, das Letzte, was ich jetzt sage, ist so, dass die Leute in ihrer Opferrolle sich richtig wohlfühlen. Ja, weil das eine Ausrede ist für viele Sachen, dass man dann, du musst hier nicht einen Arsch aufreißen, bist eh zu schwach. Du kannst jetzt eine Pizza fressen, weil bist eh schon fett. Genau. Dieses Opfermäßige so, es ist auch nie die Schuld von denen. Weißt, es ist immer so, ja, aber ich kann nicht, weil meine Frau sagt. Ja, aber ich kann nicht, weil ich habe Kinder. Ja.
Obwohl, da stürzt mir jetzt wieder ganz kurz. Weil damals in meiner Kindheit ist das ist noch schlimmer. Oh, damals, da war das in meiner Kindheit. Da kann ich jetzt 20 Jahre später immer noch nicht bla bla. Mhm. Was ich da schon Geschichten gehört habe, hey. Oder das mit den Kindern, da habe ich jetzt an das folgende Beispiel gedacht. Ich höre oft so, ja, aber ich kann ja keine Diät machen, weil ich habe ja Kinder. Und da sind ja Süßigkeiten dann zu Hause. Oder meine Frau kocht für die ganze Familie und ich muss ja auch mit den Kindern zusammen essen und ich kann das dann auch nicht abwiegen und kann nicht mein eigenes essen, aber... Das ist schon lustig, wie ich glaube, du hast jetzt in dem einen Ding fünfmal ich kann nicht gesagt. Ja. Was die Leute, also wie gesagt, hey, das ist so richtig, man, ich kann keine Diät machen, weil ich habe Kinder und da müssen Süßigkeiten zu Hause sein. Ich meine, ja, musst du die dann essen? So. Ja. Ich meine, ich weiß schon, wenn man jetzt Kinder hat und man muss wegen denen zum Arzt fahren, unvorhergesehen, dann kommt halt mal was durcheinander. So, das ist jetzt, aber es sind so Sachen, wo man eigentlich die Kontrolle hätte, aber dann ganz froh ist, dass es nicht so ist. Dass man sie auch, dass man jemand anders als Vorwand benutzen kann. Ach, Gott sei Dank muss mein Sohn jetzt zum Arzt, dann muss ich nicht ins Training. Nee. Gott sei Dank müssen, Gott sei Dank habe ich eine Ausrede für das, dass ich jetzt cheaten musste, weil ich habe ja Kinder. Und wenn die Geburtstag haben, dann muss ich ja einen Kuchen mit essen. Sowas. Weißt schon? Ja, ich kann, wie gesagt, ich kann sehen, wenn irgendwas ist, man muss zum Arzt oder so. Oder wie du letztes Mal erzählt hast, wo deine Nichte in der Nacht auf einmal gekotzt hat und so. Mhm. Da kann man nichts machen. Ja. Ja? So, auf jeden Fall das nächste Thema. Reißt euch zusammen, Jungs, Mädels auch, ja, und seid keine Opfer. Ihr habt mal Marens Essstörung angesprochen. Welche Form hast du, Maren? Also. Okay. Da könnte ich jetzt lang und breit drüber reden. Also ist schwierig, das jetzt relativ kurz zu erklären. Also, wir haben ja letztes Mal drüber geredet. Aber nicht, welche Form ich habe oder wie sich das entwickelt hat oder wie es sich äußert. Also es hat sich angefangen, hat so als ich 16 war. Ja, da war es noch so, da habe ich angefangen, fast nichts mehr zu essen, weil ich halt dünn sein wollte. Es hat sich dann über die Jahre verändert. Zwischendurch habe ich auch mal Essen ausgekotzt oder ja, dann hatte ich so, wie nennt sich das so, Sportbulimie. Ah ja, genau, Bulimie, halt, Athletika oder irgendwie sowas. Halt Essen reinstopft und danach extrem viel Cardio macht. Immer mal wieder mit Binge-Eating zu kämpfen, also und jetzt hat sich das so entwickelt zu so einem, ja, man könnte es am besten beschreiben als Esssucht, aber auch gleichzeitig mit diesem Hintergedanken immer, ja, so dünn wie möglich zu sein. Schon, also mein Idealbild von meinem Körper ist meistens immer noch krankhaft dünn. Für andere Leute, ja. Ja. Und auch ja, viele Zwänge und auch Regeln, was Essen angeht. Also da könnte ich stundenlang irgendwas drüber erzählen, was an meinem Essverhalten jetzt gestört ist. Momentan läuft es relativ gut, muss ich sagen. Ja, aber wie gesagt, so Esssucht würde es am ehesten beschreiben. Mhm. Ja, also falls es noch mehr Leute interessiert, kann
kann ich dir auch noch mehr drüber erzählen, aber ich will jetzt nicht die ganze Folge damit zuspammen mit meinen komischen Angewohnheiten. Ich habe extra nichts dazu gesagt jetzt. Ja, deswegen. Weil ich kenne mich da ja nicht, also kann ja nicht sagen, nee, bei dir ist es so und so. Ja. Ja, du kriegst halt einiges mit, aber was so in meinem Kopf abgeht, ja. Darüber rede ich ja nicht so oft. Steroide, die gemieden werden sollten, weil Risiko größer nutzen. Das ist immer so eine Frage. Was ist denn das Ziel der Person? Die meisten Leute, denen würde ich sagen, ihr sollt alle Steroide meiden, weil ihr null Nutzen davon habt. Punkt. Verstehst du? Ja. Und dann ist es halt so, je abhängig von dem Ziel. Und deswegen sollte kein Steroid gemieden werden, pauschal, weil es abhängig vom Ziel ist. So, fertig. Welche Leute feiert ihr persönlich aktuell, Bodybuilding als auch außerhalb vom Sport? Ich sag dir gleich niemanden. Genau, das ist auch meine Antwort. Also, wenn ich jetzt spontan denke, wen feiere ich? Niemanden. Ja. Wir feiern uns selbst. Ja. Es gibt absolut niemanden. Also, da gibt es nichts hinzuzufügen. Keine Frage, aber euer Podcast ist super. Danke für den Content und eure ehrliche, ungefilterte Art. Dankeschön. Die Lisa, die haben wir in Frankfurt auf der Dennis James, glaube ich, gesehen. Ja. Liebe Grüße. Würdest du den gleichen Weg gehen mit allen Konsequenzen wie Ronnie Coleman? Ja. Wenn du wüsstest, dass du morgen sterben musst, was würdest du jetzt tun? Darüber haben wir schon mal gesprochen. Weil es in einem anderen Podcast wurde das auch mal einer gefragt, der meinte so, ja, ich würde mit Privatjet hier und dahin fliegen. Und wir haben beide gesagt, wir würden hier bleiben, vielleicht im Kurpark die Rehe füttern, genau. Schönes Essen. Das war meine Antwort. Nochmal Sex haben. Das war meine Antwort im Podcast von Fuad. Und dann lacht er so, was laberst du für einen Scheiß? Ja. Bla bla, ich würde Jet und Dings da und was. Erstmal den halben Tag im Flieger verbringen, weil es da so toll ist. Das habe ich dann auch gesagt. Da hat er gesagt, ja, aber ich würde ja mit so einem erste Klasse bla bla fliegen und sowas. Denke ich mir so, toll. Ja. Weil wenn du wirklich bloß 24 Stunden hast, dann denke ich mir nicht, oh, jetzt muss ich erstmal zum Flughafen und dann mit meinem Jet nach Maui fliegen oder irgend so einen Scheiß. Ja, und dann da alles so ganz schnell erleben. Weil ich nur noch 12 Stunden und total müde bin. Ja. Ja. Ich mir, das, dann habe ich das mit den Rehen gesagt, sagte, was redest du für einen Scheiß? Ja, das habe ich mir gedacht, der passt schon. Ich würde auf jeden Fall nochmal meine ganze Familie sehen und Freunde und den Tag. So ähnlich, wie du gesagt hast, irgendwas. Vielleicht in die Therme fahren, auf jeden Fall was Geiles essen. Ja. Wann hast du das letzte Mal wirklich unkontrolliert gelacht? Ich weiß noch. Das letzte Mal, wo ich wirklich im Gedächtnis habe, aber ich glaube danach auch nochmal. Nur mir fällt es nicht mehr ein, warum. War wegen dem. Das ist das Gleiche, was ich denke. Ja, hundertprozentig. Kartoffel im Airfryer. Das, oh, stimmt. Stimmt. Nee, ich habe jetzt an das gedacht, das war noch brutaler. Der Kartoffel. Jetzt erzähl. Kostenvoranschlag. Ach ja, das ist aber schon länger her. Und was war das danach noch? Da gab es noch eins.
Soßenwürfel. Das erste war Soßenwürfel. Jetzt musst du noch erzählen, warum. Also meine Mutter hat eine Freundin, oder bestens nicht ihre Freundin, das ist halt so eine, die ist auch Teil unserer Familie. Und die ist schon, die hört schlecht und die ist auch nicht so, so, ja, okay. Und die hört schlecht. Und dann muss meine Mutter, wenn die ruft meine Mutter immer an und stellt ihr so blöde, so Fragen halt, weißt schon, so Fragen, die halt so selbsterklärend sind. So Alltagsfragen. Mhm. Ja. Und dann sagt die, ja, das Auto ist kaputt, gell, und ihre Tochter fährt jetzt zum Mechaniker und was sie dann machen soll oder irgendwie sowas. Ja, dann sagt meine Mutter, ja, dann kriegst du halt einen Kostenvoranschlag und dann schaust halt, was es kostet. Was kriegt man? An Kostenvoranschlag. Was? An Kosten, ins Telefon rein, wie so geisteskrank. An Kostenvoranschlag. Was? An Kostenvoranschlag. Durchs ganze Haus gewohnt. Wirklich. Mindestens sechsmal. Und jedes Mal so ein bisschen lauter ins Telefon. So. Die hat es schon von ihrem Mund weggenommen und schreit das Telefon an. Kostenvoranschlag. Soßenwürfel war noch besser. Soßenwürfel war noch besser, weil das so ein behindertes Wort war. Und auch noch in dem bayerischen Akzent. Ja. Soßenwürfel. Und dann schreit es endlaut. Soßenwürfel. Ich weiß nicht, ob es genauso witzig ist, wenn man deine Mutter nicht kennt. Und dann im Hintergrund immer noch der Fernseher mit diesen HSE-Werbedingern. Ja. Aber das Letzte, das kann ich vorlesen, aber ich glaube, für Außenstehende ist es auch nicht so witzig. Das war in der Fragerunde von Kevin Stütz. Und wir kriegen ja auch immer so, oder ich kriege ja auch immer so, sie auch, so lustige Fragen von den Leuten. Ich habe diese Frage gelesen. Ich habe mich alleine schon totgelacht und dann musste ich sie ihm vorlesen. Jetzt passt auf, ey. Ich muss sie erst mal finden. Das muss hier in meinen... Ja, das muss auch genau zitiert sein, weil sonst ist nicht so lustig, ja? In meinen Bildschirm aufnehmen muss. Nee, hier heißt es Screenshots, Bildschirmfotos, da muss es drin sein. Moment. Ich muss das noch haben. Hier, da ist es. Okay. Andere Tipps, wenn man keinen Airfrierer hat, um den knusprigen Kartoffel zu backen, dann Öl bisschen geben und Ofen backen. Okay. Ohne Punkt und Komma. Und das ist ja das Lustige, der Airfrierer. Den knusprigen Kartoffel zu backen und dann Öl ein bisschen geben und Ofen backen. Okay. Also. Der Airfrierer. Dann Öl ein bisschen geben und den knusprigen Kartoffel backen. Okay. Ich glaube, der Kevin hat nicht so herzlich drüber gelacht, weil er hat ganz normal geantwortet. Aber das war der Highlight meines Tages, diese Frage. Ich kriege auch manchmal so Fragen, wo ich mir denke so, ja, nein, vielleicht, also ich verstehe gar nichts, was da jetzt steht. Hast du Erfahrung mit PEA bei Schmerzen und Entzündungen? Das ich weiß überhaupt nicht, was PEA bedeutet. Ja, dachte ich mir auch. Ich dachte, du wüsstest das, weil du kennst immer die ganzen... Also in dem Fall, ich kann ja mal googeln, ja, gell? PEA. Bei Schmerzen und Entzündungen. PEA-Schmerzmittel. PEA gibt es wirklich. Palmitoyletanolamide. Also damit habe ich keine Ahnung. Das ist auch wieder so eine Frage ohne Punkt und Komma. Vielleicht verstehst du die. Mhm. Oder es ist ein Cannabinoid. Aha. Gut verträgliches Schmerzmittel für Krebspatienten.
zeigen, also körpereigene Entzündungshemmer effektiv und sicher gegen, sie zeigen, dass dieser körpereigene Entzündungshemmer effektiv und sicher gegen neuropathische Schmerzen hilft. Also es gibt es auf jeden Fall auf Amazon. Also nicht mal apothekenpflichtig. Nee. Könnte man mal ausprobieren, ne? In der Apotheke gibt es natürlich auch, da heißt es Nerfixen. Ja, also das klingt jetzt nicht so gefährlich. Aber ist bestimmt ein Versuch wert, also mach. Aber ein Cannabinoid, vielleicht kriegt man da Kino von. Stimmt. Wie ist es eigentlich mit CBD-Öl und Blüten? Jetzt hat mir jetzt einer vorgeschlagen, also ich soll doch mal die Blüten ausprobieren. Also soweit ich weiß, liegt es am THC. Okay, das ist ja in dem... Ist da nicht drin, ja. Aber in dem Cannabinoid-Zeug? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da THC drin ist. Aber das THC, ist es nicht das, was gegen Schmerzen auch hilft? Aber dann wäre es nicht frei verkäuflich. Ja, also hier ist ja... Kann aber auch sein, dass das auf Amazon ein anderes Produkt ist als das Apotheken- oder Rezeptpflichtige. Okay. Naja, ist ja jetzt egal. Ja. Also hier so eine Frage ohne Punkt und Komma, die ich nicht verstehe. Wie viel nimmt man ab bei sehr high, 4 Wochen 0 Kalorien, 1,78 cm, 130 Kilogramm und täglich Bodybuilding und Cardio? Also wie viel nimmt man ab bei sehr high? 4 Wochen 0 Kalorien. 4 Wochen 0 Kalorien, also high im Sinne von hoch. Ja? Denke ich mir auch, viel essen. Wie viel nimmt man ab? Bei 4 Wochen high? Sehr high, oder meint er Steroide sehr high, 4 Wochen? Bei 4 Wochen sehr high und 0 Kalorien. 1,78, 130 Kilo und täglich Bodybuilding und Cardio. Also erstmal kann man, sagen wir mal, wir übersetzen die Frage jetzt so. Wie viel nimmt man ab, wenn ich 4 Wochen nichts esse? Ja? Keine Ahnung. Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass überhaupt jemand 4 Wochen nichts isst. Das geht schon, wenn man sehr fett ist. Also er wiegt ja 130 Kilo, aber dazu noch Cardio und Bodybuilding zu machen, ich glaube, da kippt man am Tag dann schon mehrmals um. Ja, spätestens nach 4-5 Tagen. Ja. Ja, also wenn das, was soll das sein, das nennen wir jetzt das KZ-Trainingsmethode oder was? KZ-Diät. Und wenn man nichts isst, dann kann man sich den Sport auch sparen. Also man wird auch hauptsächlich Muskeln abnehmen und nicht Fett. Ja, ich weiß nicht, was das für... Erstmal die Frage ist schon behindert. Wie viel nimmt man ab, wenn man 4 Wochen nichts isst? Nicht machen. So, erzähl doch mal von deiner erwähnten kurzen Rapper-Karriere. Nein. Voll viele. Ist nein, bitte stell diese Frage nicht mehr. Wenn die nochmal kommt, dann machen wir es streng. Die mir dann Rectus Diastase. Ja. Das ist doch dieser Spalt zwischen den Bauchmuskeln. Ja. Sich nicht unnötig vollstopfen. Ach so, also vielleicht, was man dagegen tun kann. Das Einzige, was man dagegen tun kann, ist zum plastischen Chirurgen gehen und sich das wieder zusammenzogen zu lassen, sozusagen. Es gibt aber auch spezielle Bauchübungen, die dabei helfen, dass ich wieder zurückbilde. Weil Schwangere haben ja auch eine Rektusdiastase und da bildet es sich ja auch zurück. Okay. Aber ich meine, wenn man jetzt ein schwerwiegendes Problem hat, dann muss man das wahrscheinlich... Ja. Operativ beheben lassen. Aber man kann auch vorbeugen, indem man nicht den ganzen Tag mit so einer Wampe rumläuft. Mhm. Also Foodbabys sind nicht so optimal dafür. Ja, alles, was halt Druck auf den Bauch von innen macht. Ja. Was haben wir hier denn noch Schönes?
KPN Nutrition. Nein, okay. Vertrag. Ah, ja. Also dass Leute alle Fragen zu irgendwelchen Sponsoren, also Sponsorinnen, oder was ich vorhab, sponsormäßig, oder ob ich irgendwelche Produkte von anderen Firmen gut finde, kann ich leider aus vertraglichen Gründen nicht beantworten. Ihr müsst es verstehen, ist ja auch irgendwie logisch, dass das einfach, ich bin zwar immer offen und ich sage alles ehrlich, aber ich kann nicht sagen, also ich kann zu diesen Themen nichts sagen. Bell Squad eine Option für deinen Bunker? Ja, haben wir schon mehrmals drüber nachgedacht. Da wir aber jetzt aufgrund von Platzmangel genau aufpassen müssen, was wir uns kaufen, wenn wir uns was kaufen. Und da hinten mehr oder weniger, wirklich 5 Minuten von hier, ein Fitnessstudio ist, was 24 Stunden geöffnet hat und eine Bell Squad zur Verfügung stellt, brauche ich sie nicht. Und ich mache ja eh, also ich habe eine Alternative gefunden. Ich mache mir so einen Gürtel um, wie heißen die, wo man Gewicht so hat. So ein Dipgürtel. Ja, ja, so ein Dipgürtel. Und das mache ich dann unten am Kabelzug fest. Das heißt, also ich ziehe es nicht komplett von unten, sondern so von schräg unten halt. Das ist ganz geil für Beinbizeps. Also ich finde es richtig gut. Und ich habe mir auch schon mal überlegt, es gibt so Bell Squats, also es gibt Firmen, die machen so Bell Squat, so Apparate, habe ich dir doch geschickt, gell? Mir fällt jetzt nicht mehr ein, irgendwas mit Home Gym irgendwas, so eine Instagram-Seite, und die bieten so eine Bell Squat, ja, so einen Arm an, den man an sein Power Rack dran macht, und das sah auch ganz gut aus. Ja. Wenn ihr doch mal im Studio seid, gebt ihr Tipps, wenn einer arg Mist macht, bezogen auf Ausführungen? Nein. Absolut nein. Also ich würde niemals zu einer fremden Person hingehen und sagen, darf ich dir mal einen Tipp geben? Also das hat mich schon selber damals so abgenervt, wenn irgendwer zu mir ankam, soll ich dir mal einen Tipp geben? Ich immer direkt so, nee, mit Sicherheit nicht. Das macht man auch nicht, also. Ja, es geht mich nichts an. Ja. Es geht mich wirklich nichts an. Also, und dann sollen die einfach ihr Ding machen, ist scheißegal. Wenn mich natürlich jemand fragt, das ist hey, was anderes. Genau, mich hat schon mal eine Frau gefragt, die hat Kniebeuge in der Multipresse gemacht, habe ich dir erzählt. Und da waren wir wirklich, es war wieder so ein Nachttraining von mir und sie war da und ich war da. Dann macht sie Kniebeugen in der Multipresse. Und dann sagt sie, hey, darf ich dich was fragen? Ich so, ja, gern. Und dann meint sie, muss das in den Knien wehtun? Dann habe ich, und ich habe vorher schon gesehen, wie schrecklich die das gemacht hat. Gell, aber wie gesagt, nichts gesagt. Dann habe ich gesagt, nein, pass mal auf. Mach mal so, so und so und so. Und dann hat sie gesagt, oh, wenn ich so mache, dann tut es überhaupt nicht weh. Dann dachte ich mir so, ja, genau. Und dann hat sie sich bedankt und dann war dieses Gespräch zu Ende. Aber es war nicht so, dass ich hingegangen bin, so, weil ich habe das ja gesehen, die hat das schon gemacht, als ich reingekommen bin, dass ich dann gleich sage, ich muss Ihnen einen Tipp geben. Ja. Trainierst du manchmal mit deinen Athleten oder nur reines Online-Coaching? Es ist schon passiert, dass ich mit Leuten trainiert habe, die ich gecoacht habe. Aber hier noch nicht. Also in dem Coaching, das man auf rickstream.de erwerben kann, sind Personal Trainings nicht mit inbegriffen. Genau. Weil, also wenn jetzt mal jemand mit mir trainieren will und ich coach den schon länger und der sagt, hey, ich bin da in der Nähe, kann ich mal einmal mit dir trainieren? Dann sage ich, ja, um so und so viel Uhr trainiere ich das. Dann kann der natürlich mittrainieren. Aber ich mache keine extra Personal Training Session, wo ich mich 2 Stunden hinstelle und den durch ein Training führe, gratis zusätzlich zu dem Coaching. Ja, so ein Personal Training kann man auch buchen, genau.
Auf der Webseite. Wie mit dieser Werbung für die Hämorrhoidencreme. EB0. Also, ich möchte absetzen, aber meine eigene Produktion wieder ankurbeln. Wie legal? Gar nicht. Der hat diese Frage schon öfter gestellt. Okay. Und ich, er sagt immer, ja, das war der, wo letztes Mal gefragt hat, meine Kur ist zu Ende, ich habe kein Tamoxifen, was soll ich jetzt machen? Ich mir, da haben wir drüber geredet, das war das Video, was verloren gegangen ist. Ah, okay. Wenn du so blöd bist und eine Kur anfängst, bevor du alle Medikamente beieinander hast, dann bist du selber schuld. Okay, das, dann wirklich, man ist einfach dumm. Wenn man irgendwas anfängt, ohne dass man alles parat hat. Mhm. Es ist einfach dumm. Punkt. Und so ist es. Und man kann sowas legal. Ja, legal ist halt, du gehst zum Arzt, erklärst ihm deine Situation und sagst, was soll ich jetzt machen? Und wenn du Glück hast und der Arzt ist so liberal und fortgeschritten, dass er dir sagt, okay, um ihre eigene Hormonproduktion wieder anzukurbeln, brauchen sie A, B und C und hier ist das Rezept dafür, dann hast du Glück und wenn nicht, dann Pech. Dann musst du hoffen, dass es von selber wieder geht. Habt ihr vor, mal einen richtigen Urlaub zu machen, ohne Training? Ja, weil richtiger Urlaub sind immer die, wo man genau das, was einem Spaß macht, nicht macht. Also ich weiß, viele machen das so. Urlaub mal komplett nichts machen, essen, was man will. Wer Spaß dran hat, soll das machen, aber ich könnte meinen Urlaub so nicht genießen. Ich kann mal ein, zwei Tage das so machen, aber dann brauche ich trotzdem Bewegung. Also ich mag es überhaupt nicht, wenn ich den ganzen Tag nur liege und sitze und esse. Das gefällt mir halt nicht. Das wäre für mich auch kein Urlaub. Urlaub heißt für mich, dass ich das mache, was mir Spaß macht. Ja. Und da gehört das Training dazu. Es muss dann halt nicht jeden Tag sein, aber trotzdem, ja, so wie es mir Spaß macht halt. Wenn ich mal keinen Bock habe, gehe ich nicht ins Training. Wenn ich trainieren will, trainiere ich dann halt. Das ist immer, ich verstehe die Frage auch nicht. Wie manche sagen, oh, endlich muss ich nicht ins Training. Oder ich fahre in Urlaub, da muss ich nicht ins Training. Ich meine, macht Training nicht Spaß? Also freut man, ich freue mich aufs Training. Ich mache seit 20 Jahren das Gleiche. Ich freue mich jedes Mal aufs Training. Ja? Und es ist ja, ich meine, ich mag auch Sex. So. Aber es ist nicht so, dass es mal Zeiten gibt, wo ich mir denke, oh, jetzt mache ich mal 2 Wochen Pause von Sex. So, weißt du, was ich meine? Oder ich esse jetzt mal 2 Wochen nichts, was mir schmeckt. Und es ist dasselbe, wenn ich sage, oh, jetzt fahre ich 2 Wochen Urlaub, da gehe ich nicht ins Training. Ja. Das ist so ein richtiger Schwachsinn. Also Urlaub ohne Training wird es bei uns, glaube ich, nie geben. Aber unsere Urlaube sind auch immer so zweckgebunden, sage ich jetzt mal. Entweder mit Seminaren oder irgendwen irgendwo besuchen oder Wettkämpfe. Also genau. So reinen Urlaub haben wir noch nie gemacht, glaube ich. Wir sind wirklich noch nie einfach nur aus Spaß irgendwo hingefahren. Einmal nach Prag. Stimmt. Da sind wir einfach aus Spaß hingefahren. Ja. Ja. Aber da waren wir auch im Training. Ja, das Studio war zwar nicht so besonders, aber boah, danach haben wir so gut gegessen. Ja. Oh. Das war das, wo ich gerade Multipresse Schrägbank drücken machen, habe gerade aufgebaut. Dann kommen so 3 Mädels waren das. 3 Mädels. Ja. Und die sagen so, ja, wie lange machst du noch? Ich so, ich fange gerade an. Ja, können wir mitmachen? Ich so, nein. Weil die wollten, habe ich dann gesehen, Ausfallschritte an der Multipresse machen. Mhm. Und ich mache Schrägbankdrücken an der Multipresse. Denn jedes Mal. Das heißt, die wollten wirklich, dass ich jedes Mal meine Bank rausziehe, mein Gewicht abbaue, ihr Gewicht drauf mache, dass alle ihre, in dem Fall ja 6 Sätze, mit jedem Bein, weißt schon, also 3 Mädels und 2 Beine,
machen, dann ich die Bank wieder reinstelle, wieder mein Gewicht drauf mache, dann wieder einen Satz mache und dann geht die ganze Scheiße von vorne los. Da habe ich gesagt, nein. Ja. Und die so, habt ihr nichts Besseres zu tun? Unglaublich. Wenn deine Frau / Freund ein Buch über dein Leben schreiben würde, welchen Titel hätte das? Ah, das hat ein Kumpel von mir gefragt. Das, eigentlich müsste ich die Frage ja beantworten, weil du weißt ja nicht, wie ich das Buch nennen würde. Vielleicht war es ja für dich. Okay, also es kommt drauf an, welchen Inhalt dieses Buch hat. Ob es jetzt so ein romantisches Buch über unsere Liebesbeziehung wäre, dann würde ich es nennen, Was verschafft mir die Ehre? Und wenn es jetzt einfach, wenn ich so eine Biografie, so eine sachliche über dich schreiben würde, dann würde ich das Buch einfach nennen Roman Fritz. Trainieren, Essen, Schlafen. Irgendwie so. Ja. Gäbe es noch eine andere Möglichkeit? Das könnte ich. Nee, das wäre so. Das wären die beiden möglichen Titel. Muss ich auch erklären. Das, ja, nee. Das mit dem, was verschafft mir die Ehre? Muss ich das erklären? Das ist romantisch. Das ist unser Insider. Ja. Könntest du einen Tag in der Off-Season komplett cheaten und futtern, was du möchtest, vom Gewissen her, so wie du es im Bildungselite-Podcast von früher meintest? Nein. Ja, ich weiß. Was auch sehr schade ist. Würdest du das Gesetz brechen, um einen geliebten Menschen zu retten? Ja. Ja. Ohne mit der Wimper. Das ist schon eine Frage. Nein, ich muss mich ans Gesetz halten. Ja. So, eine machen wir noch, dann können wir die Verlosung machen. Dann haben wir, glaube ich, auch eine Stunde voll. Ja. Mit was kann man Eiklar essen? Passende Mahlzeit. Eiklar kann man mit allem, was man auch Eier essen kann. Vor allem aus Eiklar kann man auch richtig geil Pancakes machen mit verschiedensten Sachen. Mit Reiswaffeln, Haferflocken. Kann da fast alles reinschmeißen und ein Pancake draus machen. Die kurze Antwort ist, alles, was man mit Eiern machen kann, kann man auch mit Eiklar machen. Also da gibt es echt unbegrenzte Möglichkeiten, in süß, in deftig. Ja, man muss nur überlegen, wo sind überall Eier drin, wo sind überall Eier auf dem Teller, bei welchem Gericht sind überall Eier involviert. Das gleiche geht mit Eiklar. So Leute, das war's für heute. Na, die Verlosung. Ja, ich weiß, mit den Fragen. Die Teile sind ja schon weg. Ja, jetzt kommt noch eins. Boosty Cherry. Boosty Cherry. Und zwar, was ist die Frage heute? Oder die? Dasselbe wie immer. Hashtag Last Minute Crew. Oder willst du mal irgendwas? Ja, komm. Wirklich Leistung. Ja, genau. Wir machen schon. Doch, pass auf. Und zwar, was war nochmal die eine Frage? Entweder sollen die ihre peinlichste Gym-Geschichte drunter schreiben. Oh, dann haben wir aber so viele Romane darunter, die wir alle durchlesen müssen. Okay. Da war noch was, eine kürzere Frage. Schau mal schnell nach. Wenn das, das check, hat die Frage, ob einer die Frage versteht. Nee.
Zeig mal, ich habe mir da überlegt, einmal so, das sollten wir als Frage machen, dachte ich mir. Das gibt's doch nicht. Ja, komm, machen wir beim nächsten Mal. Okay. Okay. Dann kannst du beim nächsten Mal auch wieder einen größeren Preis geben. Ich weiß auch schon was. Alles klar, na dann. Also, Last Minute Crew. Ohne Frage. Ja. Danke, Leute. Wie gesagt, checkt den Shop aus. Rexstream.de. Rexstream.de. Steht drunter. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.